Völlig überraschend kam die Meldung, dass sich die Tampa Bay Buccaneers von Head Coach John Gruden getrennt haben. Auch ein Nachfolger steht schon fest, der bisherige Defensive Coordinator Raheem Morris. Doch der Reihe nach. Die Buccaneers waren mit 19-3 Punkten in die Saison gestartet und erlebten dann einen völligen Zusammenbruch. 4 Spiele in Folge gingen verloren und die sicher geglaubten Playoffs verschwanden hinter dem Horizont. Am Freitagmittag kam dann die Meldung, dass der Verein sich von General Manager Bruce Allen und Head Coach John Gruden trennt. Die Verunsicherung, die Gruden seit Jahren und speziell in der abgelaufenen Saison auf dem Quarterback-Posten veranstaltete, wirkten sich nicht positiv für das Team aus. Da rettete ihn auch der gewonnene Super Bowl 2003 nicht. Hier übernahm er ein Team, das von Tony Dungy zusammengestellt und auf dem Weg nach oben war. Im Super Bowl traf er auf die Raiders, das Team, bei dem er selber ein Jahr zuvor noch Head Coach war. Da die Raiders ihr Spielsystem nicht gravierend umgestellt hatten, war es leicht für ihn, vorauszusehen, was sie vorhaben. Danach führte Gruden die Bucks nur noch 2-mal in die Playoffs, viel zu wenig. Jetzt hatten die Söhne von Teambesitzer Malcolm Glazer die Nase voll von alternden Quarterbacks, mittelmäßigen Drafts und einem Headcoach, der Misserfolge viel zu oft auf verletzte Spieler schob. Sein Nachfolger Raheem Morris fiel damit zum zweiten Mal in kurzer Zeit die Leiter hinauf. Erst vor wenigen Wochen wurde er zum Defensive Coordinator ernannt, weil Monty Kiffin diesen Posten aufgab, um an einem College-Assistenztrainer zu werden. Jetzt ist Morris schon der Head Coach der Buccaneers. Und die NFL hat nur noch 2 aktive Head Coaches, die den Super Bowl gewonnen haben. Bill Belichick von den New England Patriots und Tom Coughlin von den New York Giants. Die Cowboys feuerten Defensive Coordinator Brian Stewart. Eine interessante Entscheidung, den Defensive Coordinator zu feuern, obwohl die Offense völlig versagt hat. Dabei ist den Cowboys ja gar nicht klar, was Stewart eigentlich zu tun hatte. Head Coach Wade Phillips war ja selbst mal Defensive Coordinator und sagte viele Spielzüge der Verteidigung selber an. Dean Spanos, der Präsident der Chargers, führte ein längeres Gespräch mit LaDainian Tomlinson. Die Presse in San Diego sieht darin die Vorbereitung auf den Abschied des Running Backs. Tomlinson zieht das Team in der nächsten Saison mit 8,8 Millionen Dollar über die Gehaltsobergrenze. Zu viel, um ihn zu einer Gehaltskürzung zu überreden. Außerdem, was hat Tomlinson den Chargers in den letzten beiden Jahren gebracht? Seine Produktivität ging nach unten und pünktlich zu den Playoffs konnte er dem Team nicht mehr helfen, weil er sich verletzte. Die Chargers haben keine Probleme damit, vermeintliche Stars ziehen zu lassen. Quarterback Drew Brees, Linebacker Junior Seau, Safety Rodney Harrison und jetzt vielleicht Tomlinson. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.